Knauk, Olympiasiegerin 1980 in Moskau, mehrfache Europa- und auch Weltmeisterin. Wie gefällt es Ihnen hier in Bern an der Kunst und EM 2016? Ja, natürlich ist es schön, wieder bei so einem Großereignis mal wieder live dabei zu sein. Das habe ich ja auch nicht so oft. Und ich genieße das einfach, jetzt diese Woche hier die Wettkämpfe zu verfolgen. Und auch letzte Woche bei den Männern konnte ich mir auch schon einen Eindruck verschaffen am Sonntag bei den Finals. Sie persönlich haben ja eine ganz spezielle Beziehung zu Bern. Sie sind hier eigentlich heimisch geworden. Naja, ich lebe seit fast 11 Jahren in der Schweiz. Zuerst in der Nähe von Basel, in Liestal habe ich dort gewohnt und gearbeitet. Und jetzt die letzten 4 Jahre bin ich in der Nähe von Bern, genau. Was können Sie denn Turnerinnen und Turnern, was können Sie ihnen empfehlen? Was sollen Sie in Bern besichtigen? Oh, in Bern, also Bern hat eine schöne Altstadt, also das hat mir immer sehr gut gefallen, da nehme ich auch immer gern den Besuch mit. Wenn Messen sind, natürlich ist es auch immer eine ganz gute Attraktion, ja. Sie sind schon länger dabei, die größten Erfolge haben Sie in den 80er Jahren gefeiert. Was hat sich verändert seit dieser Zeit, seit Sie noch aktiv waren und selbst geturnt haben? Oh, ich denke, es hat sich eine ganze Menge geändert, schon angefangen bei den Geräten. Also zu meiner Zeit war der Stufenbarren noch ganz eng gewesen. Wir haben ja noch mit diesem Einlegen geturnt. Und da gab es den ersten Wandel, dass der Barren immer weitergestellt wurde. Nur ich konnte mich nicht mehr umstellen. So, und jetzt sind die Holme noch höher und weiter geworden. Der Boden hat sich verändert. Also der ist viel elastischer geworden. Leider hat sich die Größe nicht verändert. Damit hatte ich damals noch spekuliert, weil ich öfters immer über die weiße Linie rausgetreten bin. Der Sprung hat sich verändert. Früher hatten wir noch das Sprungpferd gehabt. Und jetzt gibt es schon seit über 10 Jahren den Sprungtisch, der auch eine ganz andere Wuptizität hat, wenn man den Abdruck dort turnt. Und ja, das waren die Sachen. Kann man diese Veränderungen irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner bringen, dass man sagt, es wird schneller, es wird körperlich anspruchsvoller? Ja, ich denke, es gab ja immer, die Veränderung gab es nicht zu einer Zeit. Erst war der Sprungtisch dran, jetzt war der Boden dran. Und es geht nach und nach einfach auch um Verletzungen entgegenzuwirken, um es etwas zu erleichtern. Natürlich, diese Veränderungen rufen auch hervor, dass man auch schwieriger turnen kann. Das ist wieder ja, eine andere Sache. Also sieht man hier sehr viele Doppelsaltos mit Doppelschrauben, bei den Männern zum Beispiel am Boden oder direkte Akkureihen, Salto-Salto-Verbindungen. Und das ist schon spektakulär anzusehen. Was war für Sie immer die größte Hauptmotivation, der größte Treiber an Wille im Kunstturnen, das Maximum herauszuholen? Ja, ich denke erstmal die Liebe zur Sportart. Irgendwie hat man ja angefangen als kleines Kind und man hatte Spaß dran, Spaß an Bewegungen, Spaß sich auch zu überwinden und sich dann darüber zu freuen. Mensch, man hat was geschafft. Und das hat mich eigentlich immer selbst angespornt, ja, zu turnen und auch die kleinen Ziele, die so gesteckt wurden. Ja, jetzt bist du, du könntest denn auf die Sportschule kommen. Ja, ich will auf die Sportschule. Also so diese Ziele, dann der Wettkampf, das wäre der nächste größere Wettkampf. Ja, das will ich schaffen. Also solche Aktionen sind da natürlich immer vorhanden, um sich selber voranzubringen. Jetzt läuft gerade die Qualifikation der Juniorinnen. Wir haben ganz viele Schulkinder, viele junge Mädchen und Knaben im Stadion. Was würden Sie Eltern raten oder sagen, wieso soll Ihr Kind, Ihr Sprössling Kunst turnen? Ja, also ich denke, erstmal würde ich jeden raten, überhaupt mit Turnen zu beginnen, um erstmal ein bisschen die Flexibilität, die Koordination nicht zu trainieren, sondern spielerisch zu erwerben. Und dann ist ja nun nicht jeder geeignet, um Kunstturnen zu machen. So, hier in der Schweiz ist ja auch ganz viel verbreitet Geräteturnen, ja, und Kunstturnen. Als ich in die Schweiz gekommen bin, ich war so erstaunt, wie viele Turnerinnen mit 7, 8 Jahren bei Wettkämpfen dran teilnehmen. Das sind so 200 Turnerinnen circa. Und in der nächsten Alterskategorie sind es noch 130, 140. Also das war für mich sehr überraschend, weil das kannte ich von Deutschland nicht. Also hier wird schon sehr viel geturnt. Und ich denke, es wird einfach viel angenommen, auch zu turnen. Weil man kann
schwierig turnen, wenn man Kunstturnen machen will. Man kann viel Zeit investieren oder man geht ins Geräteturnen. Dort fängt man mit zweimal an und steigert sich vielleicht auf dreimal. Wer also diesen ganz hohen Anspruch nicht möchte und vielleicht auch nicht kann. Also ich denke, man sollte einfach immer beim Mutter-Kind-Turnen, beim Krabbel-Gym so und solche Angebote einfach nutzen. Und dann gucken, wie das Kind Spaß dran hat. Was muss man dann mitbringen, wenn man es dann wirklich auch zum Profi schaffen will? Also in erster Linie die Freude am Turnen. Dann die Freude, sich anzustrengen, ja, und sich auch schwierigeren Aufgaben zu stellen, also sich zu überwinden. Und dann wird der Weg eigentlich zeigen, ist man dazu in der Lage, weil es wird schon schwierig werden und der Anspruch wird immer höher. Retrospektivisch gesehen auf Ihr eigenes Leben, auf Ihre eigene Karriere, war das Kunstturnen so eine Lebensschule? Hört man ja oft im Sport. Kann man so interpretieren. Ich weiß ja nicht, wie es anders gewesen wäre, aber ich denke, durch die Zielstrebigkeit und Zielgerichtetheit, durch diesen engen Tagesablauf, den man denn hatte auf einer Sportschule, ist man natürlich irgendwie so erzogen oder hat sich so hingearbeitet, dass man, glaube ich, viele Sachen, die man dort erlernt hat, später auch mit ins Leben nehmen kann. Sie kennen die weltweite Turnszene sehr gut, aber auch die Schweizer Turnszene. Wagen wir einen Ausblick auf die bevorstehenden Tage. Was liegt drin für die rot-weißen Turnerinnen? Ja, also ich tue mich schwer mit Spekulationen, weil ich möchte da keine Omen in die Welt setzen und dann geht es genau schief. Also natürlich wissen wir, dass unsere hervorragende Turnerin Julia Steingruber, ich sage schon unsere, ja, weil ich schon so lange in der Schweiz bin, viele Potenzen hat am Sprung. Und natürlich wünschen wir ihr, dass sie da an dem Gerät stark ist. Sie ist auch eine sehr starke Mehrkämpferin und bei den letzten EM konnte sie ja da wirklich auch im Mehrkampf Gold holen. Und ich wünsche ihr natürlich einen guten Start und einen guten Wettkampf, dass sie auch ihre Vorhaben und die Elemente, die sie vielleicht neu aufgenommen hat in die Übung, dass sie die dann auch gut umsetzen kann. Und wer zählt alles zum Favoritenkreis bezüglich Nationen? Naja, immer wieder Russland natürlich. Normalerweise würde ich sagen Rumänien, nur leider haben sie den Sprung zur Olympia verpasst. Vielleicht findet man dort vereinzelte Turnerinnen, die ihre Nation hochhalten können. Und Deutschland darf man natürlich auch nicht vergessen. Da drückt man natürlich immer noch die Daumen, logischerweise, weil irgendwo drückt man die Daumen für Deutschland und für die Schweiz. Aber für mich auch wichtig, alle Leistungen, die super sind, die erkenne ich an, ist mir egal, von wo die kommen. Weil ich weiß, was für eine harte Arbeit dahinter steckt. Vielen Dank. Wir freuen uns auf die gezeigten Leistungen und hoffentlich immer mit Ihnen im Stadion. Ja, vielen Dank.